Die LifeWave-Akupunkturpflaster basieren auf dem Akupunktursystem. Diese Pflaster werden auf Akupunkturpunkte geklebt und regulieren so sanft und nachhaltig den Energiefluss, indem die Meridiane stimuliert werden. Es ist also Akupunktur ohne Nadeln. Wie kann das funktionieren? Zwischen zwei Folien wird ein Vlies eingeschweißt, das mit einer Flüssigkeit getränkt ist, die Polysaccharide oder Aminosäuren enthält. Im Trocknungsprozess kristallisieren diese Substanzen aus und wirken wie kleine Spiegelchen, die die Biophotonen, die von jeder Zelle ausgesendet werden, an die Zelle zurückspiegeln. LifeWave Patches können in Sekundenschnelle bei akuten Schmerzen und Einschränkungen am Bewegungsapparat helfen. Aber die Einsatzmöglichkeiten sind noch wesentlich umfangreicher. Diese sogenannten Patches haben unterschiedliche Wirkungen. IceWave dient der Schmerzbehandlung. Wenn die Pflaster auf dem richtigen Punkt kleben, dann ist die Wirkung innerhalb von Sekunden signifikant spürbar. Energy Enhancer. Es gibt mehrere Sorten von Patches mit sehr unterschiedlicher Wirkungsweise. Das Thema ist relativ komplex und wird in einem eigenen Film ausführlich erklärt. Wir kürzen hier ab und zeigen Ihnen eine Behandlung an einer Patientin. Mit dem Kipptest demonstriert Frau Dr. Königswieser die sofortige Wirkungsweise der Patches. Das heißt, ich kann sie umwerfen und die Fersen gehen hinten ein Stück hoch. Pro Fuß- bzw. Körperhälfte wird je ein positiv und negativ geladenes Patch aufgelegt und stärkt oder schwächt unmittelbar die Muskelkraft des gesamten Körpers. Das heißt, sie sind viel stärker insgesamt. Jetzt müssen Sie bitte zuerst Wasser trinken. Denn die Zellen müssen in Wasser baden, sonst kann die Energie nicht fließen und sonst kann auch keine Elektrizität weiter transportiert werden. Das heißt, es würde auch keine Akupunktur funktionieren und somit auch nicht die Pflaster. Wobei haben Sie Schmerzen und wo sind die? Wenn ich mich runterbeuge, hier. Gut, dann zeigen Sie mir das bitte mal. Und zwar folgendes: Das Kind ganz zur Brust geben, entlang der Oberschenkel mit den Händen hinunterrutschen und aufhören, wenn es beginnt, weh zu tun, bitte. Und dann sagen. Jetzt. Okay, danke schön. Langsam hochgehen, bitte. Der Schmerz ist in dieser Zone symmetrisch, links und rechts gleich verteilt. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, die Pflaster anzubringen. Und um es auszuprobieren, habe ich jetzt so provisorisch Klebestreifen angebracht. Klebe es auf die linke Seite und das Weiße auf die rechte Seite. Jetzt runterlassen. Jetzt. Gut, danke. Wieder hoch. Das ist schon eine Besserung, aber ich bin nicht ganz zufrieden. Ja? Ich möchte, dass die Schmerzverbesserung Minimum 50% ist. Eine andere Möglichkeit ist, die gesamte Schmerzzone einzuklammern mit den braunen, negativ geladenen und beruhigenden und das Weiße da unten hinzukleben, ans Ende der Wirbelsäule. Bitte noch einmal und hinunterbeugen. Und aufhören, wenn es beginnt weh zu tun. Ah. Jetzt. Das ist schon mal super. Langsam hochkommen. Sehr gut. Also da bin ich jetzt zufrieden. Ja, jetzt entscheide ich mich für diese Klebeposition, weil die am meisten Erfolg gebracht hat. Nach einer kurzen Anleitung durch den Therapeuten können Sie die Patches in Folge selber anwenden. Es gibt Klebeanleitungen und wir veranstalten auch regelmäßig Klebeschulungen. Nicht nur für Erwachsene sind die Patches geeignet, sondern auch für Kinder, Babys und Tiere.